Hallo Freunde der kleinen Spuren. Ja, heute Nachmittag oder heute war in Darmstadt Modellbahnbörse. Am Nachmittag war ich dort gewesen und das ist das, was ich mir gekauft habe. Das sind drei Spur-N-Wagen. Das ist ein Packpostwagen. Dann nochmal ein vierachsiger Gepäckwagen und ein zweiachsiger Personenwagen. Für die Spur-N-Wagen habe ich insgesamt 10 Euro bezahlt. Da kann man nicht meckern. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die sind. Das ist immer ein Händler, der hat immer Wagen zwischen 3 und interessante Wagen zwischen 3 und 5 Euro. Da haben die dazugehört. Der eine hat 5 gekostet, einer 4 und da hat er dann bei allen drei dann einen Komplettpreis von 10 Euro gemacht, was ich dann wirklich sehr, sehr, sehr fair finde. Das sind pro Wagen dann 3,33 Euro grob. Und das ist echt schon ein richtig guter Preis, wenn man guckt, was Wagen oder Waggons heute neu kosten. Die sind auch alle in einem recht ordentlichen Zustand. Hersteller müsste ich jetzt gucken, weiß ich gar nicht. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob da was draufsteht. Da sehe ich jetzt nichts, aber die sind eigentlich grundsätzlich alle in Ordnung. Und wie gesagt, ich meine, für den Preis gut. Da hat einer die Bremsen, Heizungsteile, hupsala, rot gemacht. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, oder beziehungsweise es fällt eigentlich gar nicht auf. Und mir gefällt es eigentlich sogar ganz gut. Und ja, das ist so ein, das dürfte ein Umbauwagen Sonderbüchse sein. Hersteller, wie gesagt, weiß ich nicht, müsste ich gucken. Müsste ich mit der Lupe gucken. Mit bloßem Auge sehe ich das nicht mehr. So, das war in Spur N und dann habe ich mir diese Diesellok gekauft von Pico. Das soll ein, zumindest ist es niederländische Staatsbahn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die hat einen Gummiantrieb. Und ja, für die Lok habe ich 13 bezahlt, weil sie nicht schön läuft. Beziehungsweise, ich vermute mal, dass die Antriebsgummis nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Habe ich mir dann noch den Wagen kostenlos aussuchen dürfen. Das ist ein ganz alter Wagen von, ich vermute mal, von Pico oder von Schicht. Ich weiß es nicht, wer die hergestellt hat. Beziehungsweise war ja dann VEB Pico, war es ja gewesen. Der ist aus, also der Kessel, der ist aus Holz. Deswegen muss das ein ziemlich altes Teil sein. Oder ist ein sehr alter. Ich denke mal aus den 50er, vielleicht aus den 60er Jahren. Ja, der hat mir gut gefallen. Hupsala. Heute fällt mir alles um. Ich glaube, da vorne fehlt was. Da muss ich mal gucken. Ich habe ja so einen Katalog über die Modelle von aus der DDR, Hanul. Da muss ich mal gucken, was da vorne fehlt. Ich vermute mal ein Bremsehaus. Ich weiß es nicht. Aber auch so ohne das, was da vorne noch eigentlich dran sein soll, das sieht eigentlich recht stimmig aus. Und mir gefällt er recht gut und ja, ups, jetzt kriege ich auch noch die Dings an. Ja, und die Lok hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist eine ganz einfache Lok. Ich glaube, die ist immer noch im Programm und kostet auch nicht viel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber wie gesagt, 13 Euro für die Lok mit dem Wagen. Ich vermute mal. Ich weiß ja, wie die Wagen gehandelt werden, aber wenn man jetzt den Wagen mit 5 oder 6 Euro ansetzt, dann hat mich die Lok noch 7 gekostet, auch wenn jetzt die Gummis getauscht werden sollen. Ein bisschen Öl können sie auch mal vertragen. Also sie quietscht ziemlich beim Fahren. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, aber ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie man das Gehäuse abmacht. Also wenn der einer von euch weiß, wie das Gehäuse abgeht, dann kann er das gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich muss mal im Pico-Katalog nachgucken,
ob man, ich glaube, die haben immer noch diese Modelle mit Gummiantrieb drin dabei. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich mir so zwei neue Antriebsgummis bestelle. Ansonsten vom Gewicht ist er relativ schwer, finde ich. Und ja, ich finde, das sind fünf schöne Sachen, die ich da für 23 Euro, also deutlich unter 25 Euro gekauft habe. Mit Eintritt waren es dann 27, also unter 30 Euro. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag-Abend. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es dann ein Fahrvideo von der, aber momentan läuft sie wirklich nicht so toll. Ja, weil sie lässt sich auch relativ leicht schieben. Na gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.